Ja, auch von mir guten Morgen. Ich war ein bisschen so abgelenkt von den Kindern. Ich bin teils wie ein Kind, ich bin schnell abgelenkt. Ja, Timer setzen, damit wir nicht hier bis Weihnachten stehen. Wie viel Zeit soll ich nehmen? Eine Stunde ungefähr? Habt ihr Zeit? Passt. Super, freut mich. Hi, mein Name ist Toni, für die, die mich noch nicht kennen. Wenn du neu bist, ich bin Toni, ich gehöre zum Haus. Bin halt Pastor hier in der Gemeinde, bin mega gut gelaunt heute, ich weiß nicht warum. Kann sein, dass es die Freude des Herrn ist. Leckeres Wasser, frisch aus dem Jordan, extra hineingeflogen aus Israel. Und heute rede ich zum Thema Jesus, der Ausbilder. Und ich habe selber keine Ausbildung gemacht und deshalb musste ich Leute fragen, die sich mit Ausbildung auskennen. Wie viele Leute hier machen eine Ausbildung oder haben eine Ausbildung gemacht oder sind selber Ausbilder? So ein Handzeichen. Fast alle. Okay, wer hat keine Ahnung von Ausbildung? Du bist wie ich. Wer hat keinen Bock auf Ausbildung? Okay, Hand runter. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ich weiß, weil wir einen Azubi zu Hause bei uns wohnen haben, dass man ungefähr 3, 3,5 Jahre hat. Man hat und es gibt Theorie und es gibt Praxis. Ich liebe dieses System. Deutschland, ich weiß nicht, ob andere Länder das haben, aber du wirst sogar dafür bezahlt, um zu lernen. Also du gehst zur Arbeit und Schule und was auch immer und du kriegst Geld dafür. Ja, works for me. Warum habe ich keine Ausbildung gemacht? Studierende, Leute in den Unis und so, die müssen selber bezahlen, oder? Ein bisschen nicht viel. Das ist Deutschland. Im Vergleich zu Amerika wird man nicht hochgeschuldet nach dem Studium. Aber Ausbildung, ich kriege Geld, damit ich etwas lerne. Und nach meiner Ausbildung kriege ich noch mehr Geld. Würde ich machen. Aber wer eine Ausbildung macht, hat schon feste Ziele. Man weiß, was zukommt. Zum Beispiel, wenn du in einem Autohaus eine Ausbildung machst, sag mal so ein beliebiges Autohaus, so komisch. Ja? Werbung. Wenn du Ausbildung machst oder bei einer anderen Firma wie zum Beispiel... Klickst du für mich? Ja, hier zum Beispiel. Ich kenne ein... Leute, die aus Firma Roll arbeiten. Ich habe genug Geld dafür bekommen für diese Werbungsstücke, Werbeblock. Ja, wenn jemand sich bei Roll so bewerbt oder bei Komisch oder Linke oder wo auch immer, weiß man genau, was nach 3 Jahren ungefähr kommt. Du wirst dann entweder mit Autos, also Autos reparieren oder Autos verkaufen oder etwas in dieser Handel zu tun haben. Es ist schon klar, was am Ende kommt. Wenn es nicht klar ist, dann sollst du wirklich überlegen, ob du da eine Ausbildung machen willst. Wenn du dahin gehst und die sagen, ja, komm, mach bei uns Ausbildung. Was bin ich nach 3 Jahren ungefähr? Ja, schauen wir mal. Wir werden sehen. Also wir lassen das ganz offen. Wir sind voll liberal hier in dieser Firma. Du kannst sein, was du sein willst. Da würde ich wirklich überlegen, ob ich dort eine Ausbildung machen will. Ist ja schon klar. Es funktioniert. Yoshi, jetzt bist du meine Rettung heute. Noch mal klicken. Und wenn du so einen Chef hast, dann bei deiner Ausbildung oder bei deinem Arbeitsplatz, der genau guckt, was du machst, immer über deine Schulter. Was machst du da? Falsche Zahlen. Dann wirst du keinen Bock haben, da zu sein. In einer Ausbildung, nach 3 Jahren Ausbildung, sollst du selbstständig sein. Du kannst natürlich zu den Meister oder die andere langjährige Mitarbeiter gehen und um Rat bitten oder fragen, wenn du ein bisschen stuck bist, wenn du Hilfe brauchst. Aber die Erwartung ist, dass du einiges alleine, ohne Hilfe oder ohne jemanden, der über deine Schulter schaut, selber machen können. Das ist das Ziel, das ist die Hoffnung. Und ich als Profifußballer, ich habe keinen Bock, wenn mein Trainer ständig brüllt, ja, lauf! Atme, also es macht keinen Sinn, ich brauche ein bisschen mehr so Freiraum, um mich selber zu gestalten. Und das ist auch das Ziel, wenn Jesus uns auch einlädt, bei ihm eine Ausbildung zu machen. Jesus war auch selber Ausbilder, er war Meister in Theorie und Praxis. Jesus der Ausbilder.
Und letzte Woche habe ich eine Frage gestellt. Was könnte Jesus durch dich bewirken, wenn du ihm das erlauben würdest? Was könnte Jesus durch dich bewirken, wenn du ihm das erlauben würdest? Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Zeit dafür mit dem Thema, das ihr genommen habt, dass euch das Thema beschäftigt hat unter der Woche. Hoffe ich mir zumindest. Aber ich will schon einfach sagen, Jesus hat vom Anfang her schon gesagt, was kommen soll. Next slide. Jesus hat ein paar Leute berufen und als er die berufen hat, hat er Folgendes gesagt. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz in den See, die haben ganz normal gearbeitet, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Schon bei der Berufung hat Jesus gesagt, nach dieser Zeit mit mir werdet ihr etwas machen können. Ihr werdet Menschenfischer sein. Und wenn Jesus uns beruft, dann beruft er uns nicht nur, um das zu genießen, was wir in Jesus haben, so super Zeit als die Heiligen mit guten Liedern und guten Predigten. Er beruft uns, Menschenfischer zu sein. Genau wie diese Apostel. Und ich bin einer, wenn ich Filme schaue, will ich schon wissen, wie dieser Film endet. Mit mir ein Movie zu schauen, ist manchmal langweilig. Ich kann ganz am Ende scrollen, schauen, der stirbt, okay, dann kann ich diesen Film genießen. Also einige Leute wollen was kommt, ich brauche das nicht. Ich will einfach Spoilers, gib mir alle Spoilers. Und ich fang diese Predigt an mit Spoilers. Ja, ich will euch schon sagen, was wir in dieser Predigt lernen werden. Und zwar, ja, jetzt geht's, ja. Jesus, der Ausbilder, hat diese sechs Sachen mit diesen Jüngern gemacht. Er hat sie in eine Familie des Glaubens berufen. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat sie in Theorie und Praxis unterrichtet. Er hat für sie gebetet und sie gelehrt, wie man betet. Er hat eine überzeugende Vision präsentiert und er hat sie ausgesandt, um dasselbe zu tun, was er getan hat. Und wir wollen diese Elemente Reihe nachschauen, was Jesus, der Ausbilder, gemacht hat. Und letzte Woche habe ich über einen Jesus-Nachfolger gesprochen, Nathanael. Oh, wenn du Fotos machen willst, so darfst du gerne, this is the time. Ich werde noch einblenden am Ende, aber wenn du das jetzt machen willst, darfst du gerne. Jesus hat Nathanael, einer seiner Jünger, gesehen und hat Folgendes gesagt. Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Und wenn du denkst, okay, Jesus beruft Menschen, darf ich weiter? Ja? Okay, cool. Wenn Jesus Jünger rufen soll, dann solche Leute, oder? In dem keine Falschheit ist. Jesus will die Welt von ihm erzählen. Leute, die die Welt verändern werden für Jesus. Natürlich sollte er solche Leute nehmen. Der passt super zu diesem Format. Aber in derselben Gruppe waren Leute wie Judas Iskariot, der Jesus für ein bisschen Geld verraten hat. Und es ist auch so, dass er sich bedient hat aus dem Mannschaftskonto. Es gab Leute wie Simon Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat. Wenn wir Freunde sind, wenn wir eng sind, erwarte ich, dass du meiner Seite stehst. Einmal kann ich das verzeihen. Dreimal, Bro, ja, vergiss es. Wir haben was gehabt, aber jetzt ist es vorbei. Und Simon hat das dreimal gemacht und war immer noch in dieser Gruppe. Jakobus und Johannes, ihre Mutter, die waren nicht so. Die Mama ist zu Jesus gegangen und hat gefragt, ob die Ehrenplätze in Jesus Königreich bekommen könnten. Die haben das selber nicht gemacht. Die Mama. Also du willst einen Ehrenplatz haben neben Jesus und du gehst nicht selber und fragst, deine Mama macht das für dich. Matthäus war früher Steuereintreiber, Zolleinnehmer und als solcher nicht für seine Ehrlichkeit bekannt. Thomas hat verweigert, sich zu glauben, dass Jesus ohne Beweis auferstanden war. Diese waren die Leute, die auch mal mit Nathanael in Jesus Gruppe war. Und Jesus hatte eine sehr gemischte Gruppe von Fischern, Zöllnern, Eifeiern, die bereit waren, Gewalt gegen ihr Unterdrückung zu wenden, Menschen mit Wutproblemen und so weiter. Und genauso vielseitig ist unsere Gemeinde.
Ich gehe nicht davon aus, dass wir ein paar Judasse hier haben. Glaube ich nicht, wir sind alle ehrliche Menschen. Hier sind nicht so viele Leute mit Wutproblemen, meistens nur eine Person. Kann sein, dass ich die Person bin, aber ich glaube nicht, ich bin mega geduldig. Ja. Wir sind eine sehr vielfältige Gemeinde. In unserer Vision sagen wir, dass wir leidenschaftlich und vielfältig sind, dass wir immer in Bewegung sind. Wir sind sehr vielfältig. Und hier in dieser Gemeinde sind Leute aus unterschiedlichen Nationen. Leute aus Deutschland, Rumänien, Bosnien, Ungarn, Kenia, Ungarn, Nigeria, Ghana. Habe ich dein Land vergessen? Mexiko. Wer noch? Schweiz, Iran, Hohenlohe, viele Länder. Und auch aus diesen Ländern, es kann sein, dass Leute aus Rumänien, aus unterschiedlichen Regionen in Rumänien kommen, wo man vielleicht einen Dialekt hat, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, aber vielleicht so, wie man so einen kulturellen Ausdruck hat. Auch aus meinem Land, Kenia, wir haben innerhalb Kenia mindestens 43 Stammsprachen, die sehr unterschiedlich sind. Stammsprachen. Also es kann sein, dass wir in dieser Gemeinde Leute haben, die aus Deutschland, unterschiedliche Orten in Deutschland kommen. Und hier haben wir Hohenlohe, Leute aus Mögenröther, Rautenkranz, haben mehr Sächsisch dabei. Leute aus Bayern oder Schwaben oder Hessen oder die aus die Runde Rot sagen. Also sehr unterschiedlich diese Gemeinde ist. Aber was uns gemeinsam macht, was uns verbindet, ist unser gemeinsamer Glaube an Jesus. Und so war es auch bei Jesus und seinen Jüngern. Sehr vielfältig, sehr unterschiedliche Leute. Die Fischer haben nach Fisch gerochen, die Schreiner nach Holz, weiß ich nicht, aber es war einfach sehr vielfältig und die Zollner nach Geld und Korruption. Und zusammen waren sie eine Glaubensfamilie mit Jesus. Zweitens, Jesus hat Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Und Zeit ist gleich Liebe. Zeit mit Leuten verbracht. Und wenn jemand fragst, können wir etwas unternehmen, etwas zusammen machen, wenn du ständig ein Nein bekommst, dann wie interpretierst du das? Wenn du jemand essen gehen willst oder spielen willst oder treffen willst und diese Person ständig zu dir Nein, Nein, Nein sagst, dann wirst du schon denken, der liebt mich nicht, der mag mich nicht oder sie mag mich nicht. Zeit ist gleich Liebe. Es kann sein, dass die Person einfach zu viel zu tun hat. Sie hat nicht gegen dich, aber es ist einfach nicht persönlich, aber sie kann einfach keine freien Termine haben für dich. Aber wir machen Zeit für die Sachen oder für die Leute, die uns wichtig sind. Wir haben Prioritäten, Rangliste. Und meine Familie wird schon, also wenn mein Kind krank ist und im Krankenhaus liegt, werde ich eher schneller dahin gehen als zu der Jungschar, auch wenn die Jungschar wichtig ist. Alle sind wichtig, aber es gibt Prioritäten. Und Jesus hat Priorität, Jesus hat Zeit für seine Jünger gehabt. Er hat Zeit für die Menschenmenge und Zeit für sich. Und er hat genug Zeit für die Jünger gehabt. Drittens, er hat sie in Theorie und Praxis unterrichtet. Und sie haben gelernt, sie haben viel von ihnen gelernt. Und nachdem er die Menschenmenge unterrichtet hat, hat er extra Zeit genommen und die Jünger eine Masterclass gegeben, wo er einfach vertiefen könnte. Also, was hast du damit gemeint? Wenn du das gesagt hast, dann hat Jesus erklärt, was er damit gemeint hat. Er hat wirklich Zeit dafür genommen, die Leute dabei zu bringen, was sie lernen sollten. Und diese Leute haben nicht nur von Jesus gelernt, die haben alles gesehen. Wie er Toten auferweckte, unheilbare Krankheiten heilte, nicht funktionierende Körperteile wiederherstellte, Dämonen austrieb und das Wetter beherrschte. Die haben auch gesehen, wie er aufs Wasser ging. Schwimmen ist nicht so biblisch, Leute. Wo steht in der Bibel, und Jesus schwamm? Aber aus Wasser gehen, das ist biblisch, das würde ich auch gerne. Ich war teils auch bei der Weihnachtsbaumaktion, bei dem Teil, wo man gegessen hat, war ich dabei. Hallenbad war ich in der gesunden Abstand weg. das liegt immer noch also auf meiner To-Do-Liste. Aber die haben alles. Die haben vieles von Jesus gehört und vieles gesehen, vieles erlebt. Und dann hat Jesus gedacht, okay, es reicht nicht, dass ihr seht, was ich mache und hört, was ich lehre. Ihr sollt jetzt gehen
und genau das Gleiche machen. Und sie haben das gemacht. Jesus hat die Jünger ausgesandt in zwei Gruppen und die kamen zurück und die haben erzählt: Oh Jesus, wir haben sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Und Jesus hat ihr erklärt: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Dann habe ich Folgendes gesagt in Lukas 10. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ich finde das echt stark, dass wir können echt viel für Jesus machen. Aber für Jesus ist es das Wichtigste, ist, dass wir gerettet sind, dass wir unsere Sünde bekennen, dass wir diese Vergebung von Jesus annehmen und dass wir mit Jesus ein Leben konsequent leben. Viel wichtiger als meine Predigt oder die Musik, Moderation, Beamer, Livestream, alles ist wichtig. Und Jesus will, dass wir diese Sachen machen. Er hat uns dafür berufen. Aber noch wichtiger, sagt Jesus, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Auch wenn Gott dir nichts anderes gibt, auch wenn du nie wieder irgendwas anders von Gott bekommst, alleine dieser Fakt, dass du die Vergebung deiner Sünden durch Jesus Opfer bekommst, das soll reichen. Das ist das Wichtigste im Leben. Auch wenn wir vergessen alles, was ich nachher sagen werde, das muss man auch mit nach Hause nehmen. Und das ist das Evangelium, das ist alles, was wir predigen, das ist unsere Aufgabe, zu sagen, Gott liebt uns, unsere Sünde trennen uns von Gott. Gott hat einen Weg gemacht durch Jesus Opfer, Jesus Tod und Auferstehen, dass wir zurück zu Gott kommen können. Und alles, was wir machen müssen, ist das anzunehmen. Und viertens, er hat für sie gebetet und sie gelehrt, wie sie beten sollen. Und in Johannes, also eure Hausaufgabe für diese Woche ist Johannes 17 zu lesen, als ein Gebet, was Jesus nur für seine Jünger betet. In Johannes 17, 6 bis 19 betet Jesus für seine Jünger. Und er betet für die Leute, die durch die Jünger glauben werden. Also wir. Jesus hat für uns gebetet. Und dann Johannes 17, Vers 20 bis 26, betet Jesus für alle, die aufgrund des Wirkens seiner Jünger an ihn glauben würden. Also wir. Und Matthäus 6 hat er dir beigebracht, wie sie beten sollen. Das Vaterunser. Er hat nicht nur für die Jünger gebetet, er hat sie beigebracht, wie man betet. Und in der Jungschen Weihnachtsbaumaktion, gestern durfte ich die Andacht halten und unser Thema war Gebet. Elim, kannst du mir bitte diese Blätter geben? Und die Kinder dürften unterschiedliche Gebetsformen haben. Dankeschön. Und wir haben angefangen mit Anbetung. Ich habe hier geschrieben, Gott ist. Und die Kinder dürften dann schreiben, wer Gott ist. Und ich lese einfach ein paar vor. Gott ist cool, voll fancy, groß, unendlich groß, der beste Freund, allsehend und allwissend, perfekt, mächtig, wunderbar, nochmal cool. Jemand hat Tiere geschrieben, ich habe dann ausgestrichen. Nett, wundervoll, fair. Okay. Unglaublich, Liebe, rein, gerecht, hilfsbereit, nochmal mächtig, voll cool, stark, nochmal mächtig, super, mit 2 P, lieb, freundlich, unendlich stark, flutschig, was ist das? Ist wie schnell, oder? Keine Ahnung. Ja, euer Kinder. Meine Kinder sind noch nicht in der Jungschule, euer Kinder haben das geschrieben. Ja, das war Anbetung. Die Kinder haben einfach geschrieben, wer Gott ist. Und dass Gott voll fancy ist, fand ich echt nice. Voll fancy. Aber genau so sah aus eine Jungsche, also ein bisschen Unordnung. Das gehört zum Gotteshaus auch. Und dann hab ich die Kinder beigebracht, dass man auch sorry sagen kann, Buße tun kann. Also was heißt das? Wir haben sorry, dass ich. Dann haben sie einen kleinen Zettel geschrieben, wofür sie sorry sind, was ihr leid tut. Und wir haben die so geheim gesammelt, ohne Namen und so. Und die Mitarbeiter werden Zeit dafür nehmen und für die Kinder beten. Dann haben wir auch Danke gesagt. Danke für, haben sie gelernt, das Gebet heißt auch, zu Gott Danke zu sagen. Die Kinder haben geschrieben, danke für die Luft, für meine Freundin und die
Gesundheit, meine Familie, für die Natur, danke für meine Freunde, danke für alles. Alles Gute im Leben, meine Tiere, Toni, oh. Keinen Krieg, die Schule, okay. Dass du immer für mich da bist, für Gemeinde, die Gemeinde, Freunde, genügend Essen, da bin ich dabei. Nette Lehrer, okay. Lehrer, ihr seid angesprochen, die Kinder sind dankbar für euch. Für die Schule auch, Lehrer, Die Welt, Toni Ouma, Also damit kann ich leben. Und hier, Toni, bester Pastor. Ah, die Kinder, euer Kinder sind die Besten, echt. Die sagen nur die Wahrheit. Dass wir es so gut haben, die Jungs und die Gemeinde, mein Leben und die Schule, für meine Freunde, danke fürs Leben, für die Welt. Sie haben einfach gelernt, wofür man dankbar sein kann, die Kinder. Und dann haben wir auch geschrieben, unser Anliegen geschrieben. Also das hätte ich gerne, das wünsche ich mir. Dann haben die Kinder auch geschrieben, dafür werden wir auch beten als Mitarbeiter. Jesus hat die Jünger beigebracht, wie man betet. Und so kannst du auch beten. Gebet muss nicht immer kompliziert sein. Du kannst einfach schreiben, danke Gott das und einfach schreiben, wofür du dankbar bist. Oder einfach Gott loben. Gott, du bist groß, du bist flutschig, du bist die Beste. Und dann kannst du einfach Danke sagen für deinen Lieblingspastor. Halleluja. Also, dass er so gut aussieht und so. Also, es gibt viele Gründe, dankbar zu sein. Und wir können dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo wir echt viel haben. Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir echt viel. Wir sind reich gesegnet. Fünftens, Jesus hat seine Jünger eine überzeugende Vision präsentiert. Die haben schon gewusst, was da kommt. Und er hat sie gesagt, dass es eine große Ernte gibt. Er hat die Menschenmenge gezeigt und gesagt, schau mal, so viele Menschen, die laufen wie Schafe ohne Hirte. Betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Können wir auch, ne? Wir können beten, dass Gott Leute schickt, die andere Leute von Jesus erzählen werden. Aber Jesus hat dann Jesus dreht eher den Spieß um und teilt mit ihnen, dass sie die Mitarbeiter, erste Mitarbeiter sein sollen. Wir sind gewohnt, für andere Leute zu beten. Gott schenk Leute, schick Leute für die Mitarbeiter der Gemeinde. Wir sagen, ne, wir brauchen Leute für die Jungscha. Ja, Gott, bitte Leute für die Jungscha. Und Gott sagt, ja, du bist einer der Leute. Und dann Jesus sagt, Matthäus 28, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und nachher kommt Ansagen über Taufe und wir haben ein Taufseminar gleich am Ende des Monats und es ist wie immer unverbindlich. Wenn Gott will, dass du dich taufen lässt, dann wird es schon klar sein. Aber in der Bibel ist es so oft so normal, dass man Christ wird und schnellstmöglich sich taufen lässt. Es ist natürlich, ich verstehe, dass wir in Deutschland das ein bisschen ernster nehmen und Zeit lassen wollen, aber biblisch gesehen war das so wie dieser Äthiopier. Hier ist Wasser, warum soll ich mich nicht taufen lassen? Und wir haben kein Problem, hier, das Ding hier voll zu kriegen mit Wasser. Lass dich taufen. Das ist die Erwartung von Jesus. Taufe, Abendmahl, diese zwei Sachen, die echt wichtig sind für uns als Gemeinde. Und Jesus hat auch gesagt, lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und Jesus, wenn er dich hat, wenn du ihm erlaubst, er wird dich so verändern, so verwandeln, dass Leute, die dich schon kennen, nicht glauben werden, dass du es bist. Und Freunde, die mich kennen aus meiner Kindheit, sind sehr überrascht, dass ich Pastor geworden bin. Ja, ich habe eine bunte Vergangenheit, habe ich schon oft gesagt. Ich bin selber überrascht. Also ich denke, wer predigt heute auf? Warte, ich. Und in Apostelgeschichte 4,13 lesen wir Folgendes. Apostelgeschichte 4 und Vers 13. Die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten, als Jesus Jünger waren. Es war schon deutlich. Und da will ich die Frage stellen. Die Leute, die dich kennen, die wissen, dass du Christ bist. Warum wissen sie, dass du Christ bist?
Warum? Das ist auch eine Frage für mich. Ist es sichtbar, ist es leicht zu erkennen, dass du Jesus Nachfolger bist? Das ist für mich auch eine Frage. Mein Fußballverein oder wo auch immer ich bin, meine Nachbarschaft. Wenn die Leute hören, dass ich Christ bin, sind die überrascht? Oder sagen sie, ja, stimmt, das passt. Ja, so soll ein Jesus Nachfolger sein oder der soll Christ sein. Jesus will uns verwandeln. Wenn du es zulässt, wird Jesus auch dich in eine Person verwandeln, die für seinen Namen Großes leisten kann. Und die Jünger haben Großes geleistet und wir sind hier deswegen. Und Jesus hat sie ausgesandt, um zu tun, was er getan hatte. Und darüber werden wir weitersprechen nächste Woche. Das ist unser Predigtthema für nächste Woche. Jesus hat uns ausgesandt und das werden wir dann lernen. Ich bitte dann jetzt für uns. Jesus, danke, dass du der Master-Ausbilder bist. Danke, dass die Leute, die dich erlauben, die offen dafür sind, anders werden. Dass es erkennbar wird, dass es sichtbar und deutlich ist, dass sie zu dir gehören. Und du wirst die Welt durch uns verändern. Und du wirst uns erstmal ausbilden. Du wirst uns erstmal verwandeln, lehren, beibringen, wie wir das machen sollen. Danke, dass du uns in der Familie den Glaubens berufen hast. Danke, dass du uns beibringst, wie wir beten sollen. Danke, dass du für uns betest. Danke, dass du Zeit mit uns verbringst. Danke, dass du uns zeigst, alles, was wir machen sollen als deine Kinder. Und ich bete, dass du uns hilfst, offen zu sein für dein Wirken. Dass wir unsere Umgebung verändern werden, begeistern werden für dich. Hilf uns dabei. Wir sind nur Menschen. Wir können nichts machen ohne dich, Heiliger Geist. Sei bitte mit uns und hilf uns, alles richtig zu machen, was du willst. Amen.